Nach meiner Auffassung ist jetzt Tag für Tag mehr Gefahr in Verzug, weil die Zeitfenster immer kleiner werden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Ja, Zeitfenster ist vielleicht das entscheidende Thema. Saisonal ist die ganze Geschichte im November noch günstig. Der letzte Tag, 30. November, fast immer günstig, fast immer positiv. Aber wir haben gestern schon gesehen, dass die Wall Street nicht mehr den Schwung hat. Wir haben zwar Allzeithochs gesehen bei den drei großen Indizes, aber da ist dann nichts mehr gekommen, nur der Dow Jones war noch im Plus, Russell 2000 dann doch etwas deutlicher im Minus, das heißt, hier scheint der Impuls nach oben schon ein bisschen weg zu sein. Der DAX ist ohnehin schwächer, vermutlich, so heißt es in einer US-Studie, weil hier schon große Investoren sich auf das Ende von des QI der EZB vorbereiten und deshalb Absicherungsgeschäfte betreiben müssen. Möglicherweise hat das also wenig zu tun mit der nicht erfolgenden Regierungsbildung in Deutschland, die ja frühestens wohl Januar, Februar, März wohl erfolgen kann. Und hier sind nach meiner Auffassung die Voraussetzungen ja ziemlich schlecht, dass das gelingt. Die SPD sagt, ja, wir müssen nicht, aber wir könnten, wenn der Preis stimmt. Die CDU sagt ja, aber wie ihr verlangt einen zu hohen Preis, das sind schlechte Voraussetzungen, das klingt noch schlechter als schon am Beginn der Jamaika-Sondierungen, die ja dann ebenfalls fehlgeschlagen sind, also das wird hier eine heiße Kiste, aber für die großen Investoren vielleicht ist das gar nicht so das große Thema, sondern eben die Aussicht, dass irgendwann der Geldsegen der EZB weniger wird oder ganz aufhört, weniger ist er ja schon geworden, aber ganz aufhört, wenn vielleicht nur noch auslaufende Anleihen dann reinvestiert werden, aber das ist dann praktisch nicht mehr wirklich relevant. Mithin bereiten sich also vielleicht einige Dickfische schon drauf vor. Aber die eigentliche Geschichte in den USA ist natürlich die Steuerreform und hier wird das Zeitfenster immens knapp. Nachdem Ron Johnson gesagt hat, so wie es jetzt ist, würde ich dem nicht zustimmen. Einige andere haben starke Zweifel angemeldet. John McCain hat gesagt, habe ich viele Probleme mit dieser ganzen Geschichte. Und am Donnerstag will man ja abstimmen über diese Steuerreform und derzeit sieht es nicht so aus, als wäre eine erforderliche Mehrheit da und man muss sich ja einfach auch vorstellen, da ist so wahnsinnig viel jetzt zu entscheiden in nächster Zeit. Man muss entscheiden über die sogenannte DACA, also diese Menschen, die als Kinder in die USA gekommen sind, illegal mit ihren Eltern in die USA gekommen sind. Da muss jetzt eine Entscheidung her. Es gibt jetzt die Entscheidung über das Individual Mandate. Also praktisch die verpflichtende Krankenversicherung in den USA, wer die nicht hat, muss praktisch eine Strafe zahlen, die dann über die Steuererklärung passiert. Das muss jetzt in den nächsten Tagen entschieden werden und es muss die Schuldenobergrenze entschieden werden bis zum 8. Dezember. Da könnte man hergehen und sagen, okay, wir machen so eine temporäre Verlängerung wieder, aber die Republikaner wollen eigentlich jetzt für das ganze Jahr 2018 mindestens die Anhebung der Schuldengrenze. Also es ist wahnsinnig kompakt, allein in dieser Woche wird wohl alle Zeit draufgehen für diese Steuerreform, die ja für Trump Priorität Nummer 1 ist. Und er hat ja den Amerikanern versprochen, ihr bekommt ein fettes Weihnachtsgeschenk. Insofern steht sein ganzes Image jetzt auf dem Spiel. Und wenn die Sache scheitert, dann wird es richtig eng. Wir haben auf der anderen Seite, und das sehen wir hier zum Beispiel in Asien, sehr unruhige Märkte in China. Sehen wir den Hang Seng, minus 0,9% jetzt im Minus. Nachdem Chinas Aufsichtsbehörden gesagt haben, ja, liebe große Fonds, ihr dürft jetzt nur noch bis zu 50% in Hongkong investieren. Bisher war es bis zu 80%. Den Rest musste man dann in Festlandchina investieren. Jetzt hat man diese Quote nach unten gesenkt. Der Hang Seng war ja ein Highflyer in letzter Zeit und könnte jetzt durchaus Probleme bekommen. Wir sehen auch in Shanghai geht es nach unten. Es geht in China im Grunde seit Tagen nach unten. 0,6%. Angeblich, so heißt es, hätte Chinas Aufsichtsbehörde angewiesen, große Fonds angewiesen, nur in bestimmten Volumina zu kaufen, bestimmte Volumina nicht zu überschreiten bei den Verkäufen. Also man versucht schon, so eine Art Verkaufsverbot hier durchzusetzen. Das zeigt, wie nervös die Geschichte ist. Und ich hatte immer wieder auf diesen Kreditimpuls hingewiesen. Der ist seit Anfang des Jahres rückläufig und das wird sich jetzt in den Zahlen auch widerspiegeln, in den Konjunkturzahlen des Westens mit eben dieser Verzögerung von 9 bis 12 Monaten. Und genau da sind wir ja jetzt langsam. In China sind die Daten ohnehin eher bescheiden derzeit. Nikkei leicht im Minus, schwankte immer zwischen Plus und Minus, ebenfalls Australien. Was haben wir heute an Daten auf der Agenda? Wir haben die Anhörung von Jerome Powell vor dem US-Senat, das Confirmation Hearing. Und Powell hat gestern schon praktisch das veröffentlicht, was er hier vortragen wird. Wir werden entschlossen gegen Krisen kämpfen, wenn sie denn kommen, bla bla bla. Wir werden wahrscheinlich an der Zinspolitik festhalten, so kann man
die Äußerung verstehen. Wahrscheinlich wird Paul heute sagen, ja, der Arbeitsmarkt ist gut, die Wirtschaft ist gut. Warum die Inflation nicht steigt, wissen wir auch nicht. Also praktisch voll auf die bisherige Fed-Linie einschwenken. In Sachen Regulatorien hat er schon angedeutet, dass er da etwas lockerer, entspannter sein wird als Janet Yellen. Genau das ist aber alles zu erwarten. Aber er wird hier gefragt werden, es wird eben kritische Fragen auch von demokratischen Senatoren geben, die ihn hier ein bisschen grillen werden sozusagen. Und wir haben dann 16 Uhr noch das Verbrauchervertrauende Conference Board, das als einziges Konjunkturdatum ansteht. Wie gesagt, die Märkte warten wahrscheinlich auf den Donnerstag auf eine Entscheidung, kommt die Steuerreform oder nicht. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Schauen wir uns die Charts ein bisschen an. Was ist da los? Was passiert da? Das sehen wir hier. Den DAX, und der keilt sich so langsam ein. Wir generieren derzeit tiefere Hochs, noch höhere Tiefs, aber wenn wir hier zum Beispiel diese 12.975er Zone unterschreiten, die hier eine Verlaufstiefe war, dann würden wir aus diesem kurzfristigen Aufwärtstrend rausfallen und würden dann praktisch hier die Zone öffnen bis 12.845. Auf der Oberseite müssten wir mindestens über die 13.100er Marke raus, um hier wieder ein bisschen Luft zu schöpfen, um wieder ein bisschen nach oben gucken zu können in Richtung 13.160, 13.210 und 230. Die US-Indizes gestern mit neuem Allzeithoch, aber dann ging es wieder zurück. Nordkorea war hier so ein Thema, ein anstehender Missile-Test, der bisher allerdings nicht erfolgt ist, hat die Märkte erschreckt. Wir sehen im Vergleich hier DAX und der S&P 500, diese riesige Lücke, sind das Absicherungsgeschäfte, ist das sozusagen das sich schon in den Charts anbahnende Ende des QI der EZB, was hier eingepreist wird, warum der DAX schwächer läuft. Wir haben den Dow Jones aktuell bei 23.570, der Nasdaq an der 6.400er Marke. Aber was wir hier sehen, das ist China. China 50, die 50 marktschwersten Werte in China, und wir sehen, es geht seit Tagen im Grunde runter, jetzt hier mit einer Bewegung nach oben, nachdem offenkundig Peking jetzt wieder interveniert und ein bisschen Saft reinpumpt in die ganze Geschichte. Aber ist sehr fragil, hat man den Eindruck. Wir sehen den Euro-Dollar bei 1,1903. Wir halten uns also an dieser 1,19er Marke jetzt fest, nachdem wir gestern einen Hoch erreicht hatten bei 1,1961. Sieht jetzt nicht so hübsch aus, diese Geschichte. Erst wenn wir über 1,1961 drüber kommen, wieder bullisch angesagt. Viel wird davon abhängen, was Jerome Powell heute sagen wird. Morgen ja Janet Yellen, aber vor allem, ob die Steuerreform kommt, ja oder nein. Das wird dann natürlich auch für Euro-Dollar das große Thema. Wir sehen Dollar-Yen bei 111,17, sehen den Dollar-Index nach wie vor unter Druck. Da hat sich nicht viel geändert. Was mich auch ein bisschen skeptisch stimmt, ist eben, dass die Geschichte in Sachen High Yield, in Sachen Junk Bonds, die ja hier diese Wende an den oder die Erholung an den Aktienmärkten, die Rallye, die fünfte Welle sozusagen bei den US-Indizes praktisch angekündigt hatten. Da sehen wir jetzt das erste Mal wieder eine ziemliche Korrektur, also die Risikoprämien steigen wieder, nachdem sie eine Zeit lang gefallen sind. Das ist zu bedenken. Wir sehen den Goldpreis bei 1294, wir sehen Silber nach wie vor eine 17-Dollar-Marke und Öl unter Druck, nachdem die Keystone Pipeline wieder eröffnet wird heute, also mehr Angebot an Öl auf den Markt kommt in den USA, hier ja das WTI-Öl, das interessiert allerdings Brent nicht so sehr, daher sehen wir teilweise ziemlich große Unterschiede in der Kursentwicklung zwischen Brent und WTI. Also, es wird jetzt eine interessante Geschichte, der DAX keilt sich ein, wir stehen vor einer Entscheidung, nach meiner Auffassung wird es sehr, sehr schwierig am Donnerstag hier zu einer Abstimmung zu kommen, die dann auch mindestens 50 Stimmen für die Republikaner enthält. Wenn die Geschichte 50 Stimmen zu 50 Stimmen ausgeht, dann kann der, wenn er anwesend ist, der Vizepräsident sozusagen das Zünglein an der Waage spielen, dann wäre die Steuerreform wohl durch. Aber ich zweifle, dass das so gelingen wird. Es sieht manches danach aus, als würden wir vielleicht jetzt schon das Ende der Welle 5 erreicht haben und bald in eine Korrektur übergehen. Wir werden sehen. Ich wünsche erstmal einen guten Start in diesen Dienstag. Bis dann, ciao. We'll be right back.